Es war stürmisch beim ersten Testspiel des neuen Jahres, in dem der FCH auf den belgischen Erstligisten Beerschot traf. Am vierten Tag des Trainingslagers wurden übrigens 4x25 Minuten gespielt. Etwas ungewohnt. Gut rein kam unsere Mannschaft aber trotzdem. 9. Spielminute, Tim Kleindienst erobert sich hier den Ball, bringt ihn in den 16er auf Christian Kühlwetter. 1:0, also der perfekte Start für unsere Mannschaft hier im ersten Testspiel des Trainingslagers. In Algorfa. In der Wiederholung sehen wir, da hat keiner so richtig eine Chance, den setzt er nämlich direkt in den Knick. Der FCH machte gut weiter, dieses Mal über Maurice Malone. In der 30. Minute legt sich den Ball schön an die Kante des 16ers. Dieses Mal kann er aber nicht einnetzen. Der FCH bisher gerade in der Defensive richtig gut unterwegs, hatte hier keine einzige Chance vom Beerschot zugelassen. Umso bitterer diese Situation. 50. Minute, ein Abschluss aus der zweiten Reihe und dann ein bisschen Ping-Pong im 16er. Und auf einmal stand es 1:1. Marius Nubisi mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Frank Schmidt konnte aber trotzdem ganz zufrieden sein. Unsere Mannschaft machte einen guten Eindruck und er wechselte dann 11-mal. Klar, das hier ist Trainingslager, da soll jeder spielen dürfen. Und deswegen dauerte es, bis wir eben solche Chancen hier wieder sahen. 72. Spielminute, Robert Leipertz. Hier setzt er ihn zwar noch drüber, aber nach diesem schönen Zuspiel von Mert Aslan, der übrigens heute sein Debüt feierte, macht er ihn eiskalt rein. Das ist die 85. Minute, das ist das 2:1 und das ist dann auch der Endstand. Der FCH gewann mit 2:1, was Frank Schmidt durchaus positiv stimmte. Insgesamt bin ich zufrieden. Alles sind gut in Bewegung gewesen. Wir haben auch den Ball gut laufen lassen. Schwerpunkt war die Defensive. Bis auf das Gegentor haben wir eigentlich gar nichts zugelassen. Haben selber ein halbes Dutzend Chancen in den 100 Minuten rausgespielt. Und deswegen, man darf nicht vergessen, wir haben vor 5 Tagen erst angefangen nach der Pause. Haben relativ früh heute ein Testspiel gehabt gegen den Erstligisten aus Belgien, auch wenn die weit hinten in der Tabelle sind. Und deswegen sind es immer Erkenntnisse, die wichtig sind. Wir haben uns gut bewegt, von daher ist ganz okay. Zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir ein bisschen länger gebraucht, um ins Spiel reinzufinden. Hat man aber gemerkt, dass da der Rhythmus nicht so stimmt, dass die Mannschaft mit großen Teilen nicht zusammengespielt hat die letzten Wochen und Monate. Da haben wir ein bisschen gebraucht, aber dann mit Wind. Ich glaube, man hört es jetzt auch. Es waren immer 2 Halbzeiten mit Wind und 2 Gegenwind, wie in Kiel immer. Da haben wir es natürlich dann besser gemacht, haben dann auch das Tor erzielt durch Leipi. Ja, und solche Spiele sind dann trotzdem am Ende immer da, dass man auch ein Ergebnis erzielt. Wir haben das Spiel 2:1 gewonnen. Nochmal, wir haben in der Defensive das, was wir auch trainiert haben, insgesamt gut umgesetzt. Und jetzt versuchen wir dann bis zum Samstag noch ein paar Stellschrauben zu drehen und dann gegen den nächsten Gegner aus Belgien wieder ein gutes Spiel zu zeigen. Ich glaube, jetzt mittlerweile das 5. Mal, dass wir in Algorfa sind. Top-Bedingungen, einen überragenden Platz, Trainingsplatz, Hotel ist gut, Wetter war bis jetzt gut. Und von daher gibt es nichts auszusetzen und auch von mir nichts zu meckern.